Hallo. Hi, hi. Ha. So, was spielen wir als nächstes? Ach, verdammt, das steht ja im Titel. So eine Scheiße. Entschuldigung. Piep. Ja, viele von euch wollten ja, dass wir Harvester spielen und keine Sorge, wir spielen Harvester. Wir müssen bloß noch ein bisschen schauen, wie wir das aufnehmen und ob wir das überhaupt richtig aufnehmen können mit der DOSBox. Und einfach mal zwischen reingeschoben, weil es auch ein super schönes Spiel eigentlich ist und viele das auch wirklich gar nicht kennen, aber man es kennen sollte. Ja, definitiv. Ja, Simon the Sorcerer 2. Und auch wie hier, wie bei Phantasmagoria, wir spielen den zweiten Teil, nicht den ersten Teil. Grund ist der... Der zweite ist besser. Der zweite ist einfach wesentlich lustiger. Nicht unbedingt besser, aber wesentlich lustiger in meiner persönlichen Meinung. Also ich finde, außer dass Simon the Sorcerer 2 der beste war von der Serie. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ähnlich wie bei Monkey Island, wobei der dritte auch verdammt gut war. Aber anderes Thema. Genau. Für die, die den ersten Teil nicht kennen, ist schnell erklärt. Man spielt Simon, einen jugendlichen Typen aus unserer Zeit. Und er wird... in eine magische Welt entführt und dort zum Zauberer ausgebildet und der muss dann letztendlich musste im ersten Teil den bösen Magier Sordid zerstören. Ja. Und genau, der wurde ausgebildet von Calypso, hieß er, der nette alte Mann, den ihr auch am Anfang dieses Teiles sehen werdet. So. das Intro ist toll. Aufpassen, Domi, ne? Ich weiß. Gut. So. Ach ja, und zur Info, weil wir das sozusagen in Anführungszeichen zwischen reinschieben, das Spiel ist nicht blind. Ach das ja. Das müssen wir auch noch dazu fügen. Das müssen wir auch noch sagen. Es ist nicht blind, es ist alles andere als blind. Ich habe das erst vor knapp einer Woche, glaube ich, einem Monat, glaube ich, das letzte Mal durchgespielt. Ist für euch natürlich zum Teil eine gute Sache, weil dann müsst ihr nicht ewig Rätselraten rumwarten. Könnt euch schön entspannen und das Spiel genießen, weil es ist echt lustig. Das verkürzt eure Wartezeit auf Harvester enorm. Oh mein Gott, Harvester. Boah, wir spielen es noch, Leute, versprochen. Sofern es sich aufnehmen lässt. Aber nun, das Intro zu Simon the Sorcerer 2. Ein einsames Bauernhaus in einer anderen Welt. Vor einigen Monaten. Ein kleiner Junge namens Runt versucht einen Weg in die Mysterien der Magie zu finden. Dies ist eine dramatische Stelle, also mach das Beste draus. Verdammt! Runt, was machst du da? Runt? Nichts, Vater. Lüg mich nicht an. Was ist das hier? Nur ein Buch. Das ist ein Buch der Magie, oder? Nein, ja, Vater. Wo hast du das her? Ich habe es von einem Mann aus dem Dorf bekommen. Es gehörte einmal einem mächtigen Zauberer namens Sordid. Ich habe es dir schon 100-mal gesagt. Vergiss diesen Firlefanz mit dieser Magie. Du wirst hier auf unserem Hof arbeiten, genau wie dein Bruder. Aber Vater! Kein Aber. Ich will nichts mehr davon hören. Ja, Vater. Und das hier? Nein! Wir sprechen morgen weiter. So ein mächtiger Zauberer wie Sordid wäre, dann würde ich es ihnen heimzahlen. Ich würde die Welt erobern. Wer seid ihr? Zu meinen Lebzeiten war ich bekannt als der große Sordid. Aber ich dachte, ihr wäret tot. Tot? Nun, das bin ich in der Tat. Aber mit deiner Hilfe kann ich wieder auferstehen, wenn du tust, was ich dir
sage, dann können wir gemeinsam die Welt erobern. Ihr würdet mir helfen, ein Zauberer zu werden? Du könntest mein Lehrling werden. Was muss ich tun? Ich will es dir erklären. Einige Monate später. Sordids neu erbaute Todesfestung. Unbefugte und sarkastische Zeitschriftenkritiker werden sofort erschossen. Mahlzeit. Das ist Simon. Den spielen wir. Was willst du? Ich habe ihn gefunden, Meister. Schaut! Ausgezeichnet. Ganz ausgezeichnet. Wie wollt ihr ihn hierher holen, Meister? Nun, David. Was denkst du? Hm? Es ist ein Schrank, Meister. Exakt. Verzeiht mein Unwissen, Meister, aber wie... Es ist natürlich nicht wirklich ein Schrank, du Dummkopf. Das ist ein getarnter, magischer Teleporter. Ich habe die Idee aus einem Kinderbuch. Ich verstehe, Ehrwürdiger. Wenn Simon den Schrank betritt, wird er automatisch hier landen. Und dann... werde ich wieder leben. Jawohl. Wusa. Und das ist Simon, unser Protagonist. Was zum Geier ist das? Ich habe die Schnauze voll davon, dass andere Leute ihren Müll in meinem Zimmer abladen. Müll, genau. Ich frage mich, was da wohl drinnen ist. Stockfinster ist es hier. Hilfe, anhalten! Oh, das Erste, was ich immer mache, wenn ich einen anderen Schrank sehe bei meinen Kumpels, ich steige zuallererst rein. Bist du eine Frau? Was, wieso? Nur so, passt schon. Was, wie, vergiss es einfach. Simon the Sorcerer. Grins. Numero 2. Sympathisches Kerl. Es gibt, glaube ich, mittlerweile 5 Teile. Oder 6. 5 oder 6 Teile gibt es mittlerweile, wobei, wie der Domi schon gesagt hat, das eigentlich doch der beste ist. Alle nachfolgenden Teile waren mehr so, naja. Hallo Simon-Fans, was haltet ihr von meinem neuen Outfit, ha? Er ist so herrlich durchgeknallt, ich mag den. Und der ist fies, böse, das merken wir noch. Hey, scharf! Oh, erotischer Tanz. Nun, meine Damen, wir beginnen mit leichten Springübungen. Und hoch. Und springen. Und Motion hoch. Motion Capturing. Und springen. Und nun einige Dehnübungen. Nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Und morgen wieder um dieselbe Zeit. Schalt mal um, Feger. Ich bin hier das Gesetz, Fremde! Und ich bin der Sheriff. Oh. Höher. Oh, ja. Lol. Ein Leben als Computer-Megastar ist wirklich hart. Für einen Fruchtbiskuitkuchen brauchen wir 1 Pfund gemischte Früchte nach Wahl. Den Biskuitteig haben wir gerade gemacht. Nun nehmen wir 200 Gramm Schlagsahne und rühren alles zusammen, bis es schön cremig ist. Heizen Sie Ihren Backofen auf 200 Grad vor und stellen Sie die Schüssel in den Ofen. Spring mal zum Kühlschrank, okay? Ich habe plötzlich Gelüste auf einen riesen Eisbecher. Gut, der Mann. Los, gib her!
Na gut, das bedeutet Krieg. Komm her, Fegerchen, komm. Vertrauenswürdig, diese Axt. Wo bist du, Feger? Ja. Aha. Ich glaube, dem hab ich's gezeigt. In nächster Zeit brauchen wir bestimmt kein Brennholz. Und jetzt geht's auch gleich los, Leute. Keine Sorge, die Credits sind gleich um. Aber leider sind die Teil des Intros, also man kann nicht diesen Teil einzeln überspringen. Großvater, komm schnell! Nun ich, aber das bist ja du schon wieder. Das ist der Kalypso. Währenddessen in Sordids Todesfestung. Ich kann es nicht glauben. Was ist geschehen, o Ehrwürdiger? Dieser teuflische Schrank ist irgendwo anders gelandet. Warum passieren solche Sachen immer nur mir? Schon mein ganzes vergangenes Leben lang hatte ich kein Glück. Es fing schon an, als ich noch ein Baby war. Und mein Vater immer. Oh, Meister! Ja. Entschuldigung. Wo war ich stehen geblieben? Beim Rasen und Toben, oh Großer und Mächtiger. Oh ja, schicke die Golems, um ihn zu holen. Es sind Gargoyles, oh Großartiger. Golems, Gargoyles, was macht das schon? Nun, Meister, Gargoyles, auch Wasserspire genannt, sind... Tu einfach, was ich dir befohlen habe, hörst du? Ja, Ungeduldiger. Ich kriege dich schon, Junge. Und wenn es das Letzte ist, was ich jemals vollbringe. Du bist der wichtigste Teil in meinem Plan, um von den Toten aufzuerstehen. Sind die kaputt? Sie sind voll gestört. Immer langsam. Was ist hier eigentlich los? Oh, Simon, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Nimm's nicht persönlich, Opi, aber ich kenne dich nicht. Und woher weißt du meinen Namen? Ich bin Calypso. Weißt du nicht mehr? Du hast mich im letzten Spiel gerettet. Du meinst, das hier ist eine Fortsetzung? Ich fürchte ja. Na, wunderbar. Der Morgen fängt ja gut an. Okay, altes Haus. Wen soll ich diesmal retten? Eine zahnlose Prinzessin oder einen arbeitslosen Fußballtrainer vielleicht? Ich habe dich nicht hierher gebracht. Du bist damit angekommen. Was? Mit dem Schrank? Es mag vielleicht wie ein Schrank aussehen. Was daran liegen könnte, dass es ein Schrank ist? Nein. Eigentlich ist es mehr ein magischer Teleporter, so eine Art Dimensionstor. Scheinbar hat ihn jemand zu dir geschickt, damit du in unsere Welt gelangst. Na gut, soweit kann ich folgen. Dann sei jetzt aber bitte so nett und schicke mich damit wieder zurück, okay? Das ist leider nicht so einfach. Warum wusste ich nur, dass er das sagen würde? Um nämlich die 1.21 Gigawatts Leistung zu erzeugen, die dazu notwendig sind, brauchen wir einen ganz speziellen Treibstoff. Er nennt sich Badful. Badful? Meinst du nicht Dread? Nein, nur Badful verleiht selbst Schränkenflügel. Okay, wo kann ich hier welches herbekommen? Dummerweise ist es ziemlich selten. Möglicherweise bewahrt der König einige Dosen in seiner Schatzkammer auf. Na, prima. Dann suchen wir mal nach. Ich repariere in der Zwischenzeit den Schrank, während du es besorgst. Hört sich nicht so an, als würde das sehr lange dauern. Okay, dann werde ich mal dieses blöde Schloss suchen. So. So, lala. Und jetzt können wir endlich anfangen. So. Wir gehen aber gleich nochmal zurück, denn wir müssen diesen Farbstoff hier aufnehmen. Kann ich das hier mitnehmen? Natürlich.
dasselbe mit dem Baseballschläger. Eigentlich ist das ja eher so eine Art Let's Walkthrough, oder? Walkthrough. Kann ich das hier mitnehmen? Ja. Natürlich. So, jetzt sind wir gleich mal ein bisschen fies und reden mit der Alex hier drüben. Hi. Hallo. Das ist ja sehr nett. Ich suche nach einem Schatz, der zwischen zwei Hügeln versteckt liegen soll. Kannst du mir weiterhelfen? Ja, warum nicht? Machen wir zuerst das Erste. Sind wir mal nett. Du bist die Enkeltochter dieses Gruftis, stimmt's? Ich bin Alex. Großvater hat mir so viel von dir erzählt. Hat er dir gesagt, dass ich Gemüsehändler bin mit einem speziellen Interesse an Melonen? Ja. Hat er dir gesagt, dass das ich Gesicht? Gemüsehändler bin mit einem speziellen Interesse an Melonen? Grins. Er sagte mir nicht, dass du so ein Flegel bist. Oh, ich wärme mich gerade erst auf. Oh, lass mich in Ruhe. Ich will jetzt nicht mehr mit mir reden. So, red mal einfach mal mit dem Kalypso. Wir wollen ja nicht direkt durch, Gesundheit, Frau. Durchrennen. Ja. Hi. Wie kommst du voran? Das ist eine hässliche, verrottete Welt da draußen. Hast du das Bett voll schon gefunden? Nein, aber ich bin mittlerweile ziemlich gut darin, Leute zu beleidigen. Oh, gut. Ich bin sicher, du wirst am Ende triumphieren. Hast du irgendwelche Hinweise für mich? Nein, ich fürchte nicht. Dennoch, wenn du in deinen Körper hineinhorchst und... Vergiss es, okay? Ich habe dich nach einem Hinweis gefragt und nicht nach dem Weihnachtsmann. Sehr gut, tapferer Wanderer. Und mögen dich Weisheit und Mut auf deinem Weg. Bei dem ist Reden zwecklos. Deswegen gehen wir jetzt auch mal. Ja. So. Wir müssen... Ach ja, das können wir uns vielleicht mal anschauen. Das ist nämlich interessant für später. Da steht, dass hier ein Wettbewerb stattfindet, um den neuen Hofzauberer zu ermitteln. So. Gehen wir doch mal zum Schloss, wie es auch unsere Aufgabe war. Hey, du! Wer? Ich? Ja, du. Du meinst mich? Du kannst hier nicht herumlungern. Aber ich muss unbedingt ins Schloss. Dies ist das königliche Schloss. Aha. Davor herumzulungern ist strafbar, okay? Das heißt, dass man es nicht darf. Also lass es, wenn du weißt, was gut für dich ist. Aber ich muss wirklich ins Schloss. Hört, hört, er muss wirklich ins Schloss. Wir sollten ihn besser durchlassen. Falls er die Eintrittskarte dabei hat. Ja, kennt ihr mich denn nicht? Ich bin ein Computerspiel-Megastar-Mann. In diesem Falle gewähren wir dir einen Eintrittskartenrabatt. Rabatt? Wie wäre es mit 6 D-Mark Nachlass auf die üblichen 24 D-Mark? Zuzüglich der Unkosten natürlich. Mal sehen. Torbenutzungsgebühr, Rüstungspolitur, Hellebardenwachs? Hellebardenwachs, Sonnencreme, Zugbrückenöl. Die Liste ist endlos. Insgesamt sind es, sagen wir, 72 D-Mark. Okay. Ich bin neu hier. Wie viel ist eine D-Mark? Grundsätzlich besteht eine D-Mark aus 256 Pennies. 16 von ihnen ergeben einen Nickel. Und 64 von ihnen eine Krone. 2 Kronen ergeben einen Schilling. Und 3 Kronen sind ein Königsschilling. 5 D-Mark machen einen Silbertaler. Von denen 3 wiederum einen Goldtaler ergeben. Und 45 D-Mark sind ein Royal Flush. Ganz was? Und das müssten wir uns theoretisch merken, aber da können wir später, wenn das Rätsel dazu kommt, zum Glück durchprobieren. Fein. Wie wär's? Ich gebe euch ein Autogramm und wir sind quitt. Bist du etwa berühmt? Vergiss es. Ich sag dir was. Besorge uns das Geld und dann sind wir quitt. Also gut, ich werde euch das Geld besorgen. Und lass dir nicht allzu viel Zeit damit. Inflation ist so ein hässliches Wort. Es ist immer wieder schön, auf Wachen mit solch hohen Moralansprüchen zu treffen. Hey, Junge! Ja? Wenn du Geld brauchst, der König sucht einen neuen Hofzauberer. Warum versuchst du nicht dein Glück? Der Wettbewerb findet im Park im Zentrum der Stadt statt. In jedem Menschen steckt ein guter Kern.